Grüß euch, Freunde. Wir sind heute wieder ein wenig sonnen. Sonnenbreiti und ich haben uns wieder dazu entschlossen, auf seiner genehmigten Fläche im Wald ein wenig sonnen zu gehen. Ja, und wir haben auch schon die ersten Funde zu verzeichnen gehabt. Schaut auf jeden Fall bei dem Sonnenbreiti im neuen Video vorbei. Hat da schon echt ein paar geile Funde gemacht. Und der Tag fängt das an. Also, wir sehen uns bei den ersten Signalen. Bis gleich. So, gar nicht weit weg. Detektor in die Hand genommen. Haben wir auch schon das erste Signal zu verzeichnen. Ja. '77, '76. Ja, aber schwankt ein wenig. Na gut, ich schaue trotzdem nach und wir sehen uns gleich beim Loch, Leute. So, das Loch habe ich aufgemacht und der erste Fund entpuppte sich als, ja, so eine Art Kappe, eine kleine Metallkappe. Leider kein Aufdruck drauf. Mach ich mal sauber und zeige sie euch nochmal in der Zusammenfassung. Alles klar. Loch wird zugemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Signal. So, der nächste Fund. Ja, leider auch nur Müll. Aber ein dickes, fettes, altes Türschloss. Wiegt auch ordentlich was. Ich denke mal so 3-4 Kilo. Ich mache das mal sauber und zeige es euch nochmal in der Fundzusammenfassung. Ja, ist natürlich auch nur Müll. Wird entsorgt. Da klingelt meine Metallschrottkasse. Klingelingeling. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Signal. Bis dann. Ja, wir haben das nächste Signal. Kommt mit 80, 81, 79 rein. Also schon mal ein relativ stabiles Signal. Und ich mache das Loch mal auf und dann sehen wir uns gleich. Beim nächsten Fund hat sich herausgestellt, dass wir hier so eine Art kleine Kartusche mit einer Aufschrift gefunden haben. Ich kann das derzeit noch nicht entziffern, was da drauf steht. Ich mache sie auf jeden Fall sauber. Hydro, naja, ich zeige es euch gleich nochmal. Gereinigt und wir sehen uns beim nächsten Signal. Bis gleich. Nächster Fund. Ein Stückchen etwas. Ist auf jeden Fall keine Patrone. Hat hier an der Seite nochmal so ein Aluminiumring. Keine Idee. Falls ihr Ideen habt, was es sein könnte, schreibt mir mal in die Kommentare. Alles klar, packe ich ein und wir sehen uns beim nächsten Signal. Ja, ich laufe jetzt schon seit einer halben Stunde hier durch den Wald, finde aber andauernd nur noch Schrott. Deswegen gibt es leider nichts, was sich zu zeigen lohnt. Ich kann euch gerne den Müll mal zeigen. So ein grün patiniertes Plättchen. Ja, das Ding hier, keine Ahnung. Bisschen Draht. Na gut, ich melde mich, soweit ich irgendwas Brauchbares zu verzeichnen habe. Ne? Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, ich bin mal von meinem Loch abgehauen. Reinhauen. Denn Sonnenbreiti hat ein Heim gefunden. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Da ist er in voller Pracht, meine Lieben. Unglaublich. Was ist der denn? Nee, ich flippe aus. Gut, ich muss jetzt. Was für ein geiles Teil. Hör auf. Hör auf. Ein Foto? Geil. Gratuliere! Danke! Heftiges Teil! Das nenne ich nochmal einen Fund. Na gut, wir sehen uns! So, wir machen jetzt ein kleines Päuschen, denn wir lassen es erstmal sacken, dass wir den Helm gerade gefunden haben. Aber ich zeige euch nochmal einen kleinen Oberflächenfund, bevor ich ins Lager gehe. Und zwar eine Kette, ein Kettenglied mit einem riesen Haken. Ziemlich alt, sieht aber cool aus, deshalb nehme ich die mit. Alles klar, Leute! Dann sehen wir uns nach der Pause.
Bis dann. So, wir haben den nächsten Fund rausgegraben. Loch habe ich schon zugemacht. Ist natürlich wieder nur Müll, aber eine riesengroße, dicke Schraube. Die scheint auch schon älter zu sein. Ja, die ist cool. Sieht aus wie ein Pilz. Na gut, ich hoffe, ich finde demnächst mal wieder eine Münze, damit ich euch auch mal was zeigen kann und bieten kann. So wie Sondelbreiti. Das ist ja auch eine Riesensache da mit dem Helm. Der sieht noch so krass intakt aus. Mit dem Leder drin. Ich weiß nicht, ob er das gezeigt hat, aber unglaublicher Fund. Schön, dass ich dabei gewesen bin. Ist zwar nicht mein Fund, aber ich hoffe, irgendwann werde ich auch mal so einen schönen Fund machen. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Signal. Und bis dann. Peace. Der nächste Fund. Ich habe hier ein bisschen Müll. Gleichzeitig rausgegraben aus dem Loch. Ja, keine Idee, was es sein könnte, aber nehme ich natürlich mit. Wird entsorgt. Sieht aus wie ein, wie ein Henkel von der Tür. Könnte mal sowas gewesen sein. Aber, um zum richtigen Fund zurückzukommen, da sieht man ihn schon. Den Taler. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr reiben mit den Fingern, aber ich glaube, es sind 50 Reichspfennig. Aber ich reinige es mal und zeige Ihnen euch nochmal eine Fundzusammenfassung. Loch wird natürlich ordnungsgerecht wieder zugemacht. Hopp, hopp. Und wir sehen uns bei dem nächsten Signal, Leute. Ja, mich freut das, endlich mal eine Münze gefunden zu haben. Ich hoffe, jetzt geht's mal voran. Bis dann. Ja, ich habe das Loch schon aufgemacht und habe auch schon den Fund in der Hand. Es ist schon etwas Älteres. Eine Musketenkugel. Ja, sieht noch gut in Schuss aus. Und wird eingesteckt. Die sammle ich nämlich auch, so wie viele andere Sondeler auch. Die sind cool. Und wir sehen uns beim nächsten Signal. Da bin ich wieder, nach mehreren Stunden ohne Funden oder zumindest schaubaren Funden. Ich habe wirklich nur Schrott gefunden. Hat sich mal wieder mein Detektor gemeldet mit einem stabilen Signal. Dachte, jetzt habe ich auch mal endlich irgendwie was ansatzweise Helmmäßiges, aber wir haben wieder nur einen Topf. Nehmen wir jetzt auch gemeinsam raus. Boah, was ist das denn? Boah, da ist doch schon locker. Warum kommt der nicht raus? Aha. Oh. Ey. Alles klar. Ja, hat auf jeden Fall eine Wölbung wie ein Helm, aber ist leider nur ein Pisstopf, würde ich sagen. Alles klar. Hinten ist auch nichts drauf gedruckt, oder? Nee, gar nichts. Na gut, alles klar. Loch mache ich zu und wir sehen uns bei den nächsten Signalen. Ich hoffe, es kommt noch irgendwas rein. Bis gleich. Ja, ein Meter weiter von dem Loch. Gerade darüber gesprochen, dass keine Münzen reinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon von Oma kennt. Sie glitzert schon. Sie glitzert uns an. Ja, 50 Cent haben wir hier gefunden. Alles klar, sehen auch nicht wirklich alt aus. Deutsche Prägung. Alles klar, die ersten Euros flattern hier rein. Na immerhin. Immerhin. Kann man sich echt nicht beschweren. Wenigstens kommen auch Euro-Münzen mal rein. Packe ich in mein Coinpad und wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. Bis dann.
So, das nächste Signal kam mit 78 rein. Ich vermute mal, das ist ein Euro-Stück, also entweder Euros oder Cents. Wir schauen aber mal. Ist auch schon draußen, alles klar. Ein Bierdeckel, ist natürlich nur Müll. Müsste nicht mal ein großes Loch machen. Loch ist zu. Und wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. Brauche ich nichts zu sagen, oder? Alles klar. Ja, der nächste Fund. Und zwar hat sich was sehr Merkwürdiges hier ergeben. Und hinten steht auch was drauf. Ich kann es noch nicht richtig entziffern. Darf das in die Förderschal gesetzte Geschoss Kartuschen irgendwas? Naja, wenigstens mal was ordentlich Brauchbares. Oh, hat doch eine schöne Front hier. War mal vielleicht irgendwie vergoldet oder so. Naja, wird eingepackt. Zeige ich euch nochmal in sauber. Und wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. Bis dann. So, da bin ich wieder. Ja, Herr Sonnenbreit hat sich verabschiedet. Aber ich mache jetzt hier noch mal eine Stunde weiter. In der Hoffnung, auch mal was Gutes zu finden. Zurück zum Fund. Ich habe einen Oberflächenfund gemacht. Und zwar, denke ich mal, ist von einem, ja, Wildkameramann, der das verloren hat. Sieht aber cool aus. Wird eingepackt. Und wir sehen uns hoffentlich bei den nächsten Funden. Bis dann. Der nächste Fund lag aber direkt an der Oberfläche wieder. Finde ich aber cool. Sonnenbreit hat heute auch eine schöne längliche Flasche gefunden. Schaut mal bei ihm in die Videos vorbei. Da ging es heute richtig ab. Und ich taumel so hier langsam vor mich hin und sammle den Schrott auf. Naja, wenigstens tue ich was für die Umwelt. Wir sehen uns gleich bei dem nächsten Fund. Und ich wollte euch nochmal hier so einen kleinen Oberflächenfund zeigen, den ich hier gefunden habe. Keine Ahnung, Motorlift. Knöpfe funktionieren noch. Alles klar. Ich recherchiere natürlich, was es sein kann. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bei dem nächsten Signal. So, der nächste Fund. Wird auch langsam Zeit zum Feierabend machen. Mein Rucksack ist prall gefüllt und ich habe auch echt keine Power mehr. Aber im letzten Loch hat sich noch herausgestellt, dass ich einen kleinen Schlüssel gefunden habe. Ja, einen Alu-Schlüssel, der ist auch echt nicht schwer. Packe ich natürlich in meine Fundtasche und zeige euch am Ende nochmal die ganzen Sachen, die ich gefunden habe und mitgenommen habe. Ja, falls ich keinen weiteren Fund mehr zeigen sollte, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, den Daumen da zu lassen. Und ein Abo für den Sonnenbreite genauso, denn er hat echt geile Funde gemacht, der hat einen Riecher dafür. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und ich werde euch mit neuen Funden überraschen. Ich hoffe, das schafft ihr bis dahin, es auszuhalten ohne Funde und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Haut rein, Leute.